Hallo, lieber Steinbock, und willkommen zu deiner persönlichen Monatsbotschaft für den Januar 2022. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, und ich hoffe auch, dass es dir gut geht. Lieber Steinbock, solltest du dieses Video jetzt im Januar sehen, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass du sehr, sehr gut in das Jahr hineingekommen bist. Und solltest du das Video jetzt im Dezember sehen, dann wünsche ich dir auf jeden Fall zum Ende des Videos einen guten Rutsch. So viel erstmal dazu, lieber Steinbock. Ich würde sagen, dass wir jetzt auch direkt loslegen mit deiner Legung. Ich habe jetzt hier folgendes Tarotdeck mitgebracht. Das ist das Eight Coins Tattoo Tarot. Und die anderen Karten, lieber Steinbock, die ich dann noch für dich verwenden werde, stelle ich dir entweder zum Schluss des Videos vor oder ich sage dir ganz einfach mittendrin, was ich da gerade für eins benutze. Und wie immer, um das Orakel abzuschließen, verwende ich dann die Astrowürfel. So, Steinbock, dieses Orakel könnte also für dich interessant sein, wenn du den Steinbock im Sonnenzeichen, im Mond oder im Aszendenten hast. Von mir aus auch unter Venus, das kannst du gerne machen, wie du möchtest. Ich würde dir aber trotzdem einfach mal empfehlen, auch mal nach deinem Aszendenten oder nach deinem Mondzeichen zu gucken. Denn oftmals kann es sein, dass das Mondzeichen oder der Aszendent stimmiger ist als das eigentliche Sternzeichen. Es ist ebenfalls eine ganz allgemeine Legung, das heißt, entweder es passt oder es passt nicht. Das wirst du dann sehen, wenn es soweit ist. Aber ich konzentriere mich hier jetzt eigentlich schon auf das Steinbock-Kollektiv, sowohl Sternzeichen, Sonne, Mond, also Sonne, Mond oder Aszendent oder Venus. Na? Falls du jetzt zum Beispiel über Steinbock mehrere Planeten im Steinbock haben solltest, wie zum Beispiel Mars oder Venus oder den Mond, ne, dann könnte das Video ebenfalls auch für dich interessant sein. Aber mach, wie du denkst. So, Steinbock, wir beginnen jetzt mit deiner Legung für den Januar. So, Januar. Januar Steinbock. Was bringt der Steinbock? Was bringt der Januar dem Steinbock? Steinbock Januar. Oh, die Kamera geflogen. So, Steinbock. Steinbock Januar. Steinbock Januar. Steinbock Januar. Oh, ich könnte sie nicht auffangen. Ich habe sie. Ich habe sie auch schon gesehen. Die nächste gleich direkt. Alles klar. So, noch eine Karte für die Steinböcke für den Monat Januar. Ach, für all diejenigen unter euch, die übrigens im Januar Geburtstag haben, ich wünsche euch alles, alles Liebe zum Geburtstag. Happy Birthday! So, noch eine Karte für die Steinböcke für den Monat Januar. Okay, Steinbock. Also, falls das Ganze jetzt hier zu dunkel ist, dann muss ich ein Licht anmachen. Ich muss mal gucken. Na? Aber ich denke, bis jetzt geht es eigentlich. So, die Karte unten drunter für dich, lieber Steinbock. Da haben wir den Herrscher. Der Herrscher, das ist Widderenergie. Es kann also sein, dass du es vielleicht mit einem Widder zu tun hast oder du hast irgendwas mit Widder, zum Beispiel dem Aszendent oder irgendwas. Ansonsten geht es hier bei dem Herrscher wirklich um Führungskraft. Da geht es um Führung, da geht es um Durchsetzungskraft, es geht um Ordnung und es geht um Struktur, ne? Es kann also sein, dass das im Januar für dich unheimlich wichtig ist, dass du wirklich für Ordnung in dein Leben sorgst, dass du wirklich sehr, sehr strukturiert bist. Möglicherweise geht es auch für dich darum, dich unabhängig zu machen, oder es geht einfach darum, dass du eine Führungsposition annimmst, möglicherweise im beruflichen Bereich. Auch wenn es möglicherweise um Partnerschaften gehen könnte, glaube ich, dass es hier wichtig für dich ist, das Wort zu ergreifen, die Führung zu übernehmen. Dann habe ich das Gefühl, dass es bei einigen von euch wichtig wird, mit gutem Beispiel einfach voranzugehen und wirklich zu einem Macher, zur Macherin zu werden. Das ist irgendwie das Gefühl, was mir jetzt regelrecht in den Sinn geschossen kam. Also wirklich, das kam jetzt direkt wie Wasser, kam jetzt diese Info, ne? Also wie gesagt, bei dem Herrscher geht es um Führung, Motivation. Das ist ebenfalls eine autoritäre Energie. Also geht es hier um Autoritätskraft sozusagen, aber ihr Steinböcke, ihr seid ja auch Autoritätspersonen, ne? Also euch nennt man ja liebevoll ebenfalls auch die Bosse, die Chefs sozusagen, ne? Also passt das hier mit dem Herrscher auf jeden Fall irgendwo natürlich auch sehr, sehr gut. Es geht ja bei dem Herrscher ebenfalls wirklich auch um Charisma, ne? Lass mal sehen, was du jetzt hier unten drunter hast. Die 3 der Kelche, die 10 der Schwerter, der Wagen, die 10 der Kelche. Einige 10 hast du hier, zumindest nur 2 bis jetzt. Also hier eine 10 und da eine 10. Und da habe ich auf jeden Fall den Eindruck, dass hier irgendetwas zu Ende geht. Möglicherweise bei einigen von euch irgendwie eine Dreierkonstellation oder wo du dich irgendwie gefühlt hast wie das dritte Rad am Wagen. Das kann eventuell auch der Fall sein. Es kann sein, lieber Steinbock, dass hier irgendeine familiäre Situation, was auch immer das ist.
dass hier irgendetwas zum Abschluss gebracht wird, was allerdings dann wieder Grund zum Feiern hat. Und das hier könnte möglicherweise eine Person sein, die dazu beigetragen hat. Vielleicht wirklich so etwas wie ein Mentor, ein Beamter, ein Anwalt. Das ist das, was ich bei einigen von euch ebenfalls wahrnehme. Irgendeine familiäre Situation. Weil der Wagen steht für das Sternzeichen Krebs. Und hier haben wir die Familie. Und wow, und die Sechs der Stäbe, das ist der Gewinn. Das ist auf jeden Fall der Gewinn einer familiären Angelegenheit, ne? Weil Krebs steht ebenfalls auch für die Familie. Es kann auch sein, dass du es mit einem Krebs zu tun haben könntest. Auf jeden Fall die drei der Kelche, da geht es ebenfalls um das Anstoßen, das Feiern, die Dankbarkeit, ne? Irgendetwas kommt dir zum Abschluss, eine familiäre Angelegenheit. Und da wirst du auf jeden Fall ja feiern können. Möglicherweise geht es hier wirklich darum, dass hier irgendeine Angelegenheit zu deinen Gunsten ausfällt, lieber Steinbock. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal näher an. Schauen wir mal, was jetzt hier für dich rausgefallen ist. Als erstes hast du jetzt hier, das gibt's doch nicht, das sind die 10 der Münzen. Also, die 10 der Münzen deuten einmal darauf hin, ja, es geht wirklich um Familienthemen. Es kann sein, dass es hier um Erbschaften geht, um Vermächtnis, Erbe, Vermächtnis, viel Geld, familiäre Themen, Sicherheit, Stabilität. Aber hier geht es allgemein wirklich um, ja, eine sehr, sehr reife und feste Energie. Es geht wirklich um Wohlstand, es geht um Reichtum. Das wird auf jeden Fall wichtig für dich werden, lieber Steinbock, im Januar. Ja gut, du kriegst Geschenke wahrscheinlich, weil du Geburtstag hast. Das kann ebenfalls der Fall sein. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, es kann also sein, dass das hier mit der Feier gemeint ist, mit den drei der Kelchen. Ja, das kann schon sein, aber ich glaube, das ist eine tiefgehendere Botschaft. Ich meine, ja, ist klar, wenn du Geburtstag feierst, dass du da auch mit deiner Familie zusammen bist. Aber irgendwas kommt da zum Abschluss, was von enormer Wichtigkeit ist. Ne, und hier schon wieder eine 10 deutet darauf hin, dass hier etwas zu Ende geht. Ne? Was hast du jetzt hier? Da hast du jetzt hier auf jeden Fall die 4 der, genau, das ist ja die, die ich gesehen hatte, die 4 der Schwerter. Bei den 4 der Schwertern geht es darum, dass man gewisse Dinge einfach mal sacken lässt. Man guckt hier einfach zurück auf das, was geschehen ist und lässt das wirklich jetzt einfach mal alles auf sich beruhen. Lässt das sitzen, denkt nochmal eventuell darüber nach, guckt zurück und sagt sich, okay, so und so ist das vorgefallen. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass du da jetzt wirklich sozusagen da zurückblickst und sagst, ich schließe jetzt wirklich damit ab. Na, ich schließe jetzt damit ab. Das machst du wirklich in Ruhe. Das ist genau das, was ich hier ganz, ganz klar wahrnehme. Na? Bei einigen Steinböcken von euch wird es ebenfalls auch wichtig, in die innere Stabilität ebenfalls auch wiederzukommen. Weil du hast hier die 10 der Münzen. Das ist die Stabilität an sich, wirklich. Und du hast hier die Zahl 4 und die 4 steht ja eben für eine stabile Basis, für ein festes Fundament auch irgendwo. Ne, da habe ich das Gefühl, dass es für einige von euch ebenfalls wichtig werden wird. Aber nichtsdestotrotz, die 4 der Schwerter ist auch irgendwo ja der Rückzug. Man schließt Frieden mit dem, was war. Ne? Man lässt die ganzen Dinge jetzt auf sich beruhen. Wir gucken weiter. Der Stern, meine Güte, Steinbock. Also bis jetzt hast du wirklich den Jackpot. Also ich kann wirklich sagen, bei dir, Steinbock, der Stern, das ist Wassermann-Energie. Aber da geht es wirklich um Hoffnung. Es geht um den höchsten Schutz auch irgendwo. Und es geht wirklich darum, dass alles gut wird. Alles steht hier unter einem guten Stern, was auch immer du hier vorhast. Und ich habe das Gefühl, dass du ebenfalls beschützt wirst. Möglicherweise wirklich von einem Familienmitglied, was von dir gegangen ist. Das ist das Gefühl, was ich jetzt hier richtig krass reinbekomme. Ne? Dass du wirklich, oder es kann sein, dass du ab und zu wirklich in die Sterne guckst und einfach sagst, oder ja, dass du dankbar bist einfach und dass du möglicherweise auch an diese Person denkst, ne? Dass du möglicherweise oft in die Sterne guckst und sagst, na Mensch, wie geht es dir denn da oben sozusagen? Das ist genau die Botschaft, die ich für einige von euch fühle. Aber jetzt mal davon abgesehen, der Stern, da geht es wirklich um, ja, alles wird gut. Die Karte steht ebenfalls auch für die Zukunft. Für eine sehr, sehr positive und glorreiche Zukunft ebenfalls. Und jetzt hast du hier noch, wow, das gibt es doch nicht. Ey, Steinbock, du bist bis jetzt echt der Glückswürfel. Das ist jetzt hier die 9 der Münzen. 9 der Münzen ist auch Stierenergie. Da geht es wirklich um viel. Viel Geld, viel Reichtum, also wirklich viel. Du hast hart gearbeitet bei irgendetwas. In irgendeiner Angelegenheit hast du hier etwas. Du hast sehr, sehr hart an dir gearbeitet. Oder in dieser familiären Situation. Oder allgemein für dich, deine Partnerschaft, für deinen Job, für das, was du bist oder was auch immer da bei dir jetzt der Fall war, lieber Steinbock. Rechne auf jeden Fall damit, dass du das ernten wirst im Januar, was du gesät hast. Und es kann wirklich, ich kann es nicht ausschließen, Steinbock, es kann sein, dass eine höhere Summe Geld auf dich zukommt. Durch die 9 der Münzen und vor allem auch durch die 10 der Münzen. Ja.
Also darfst du jetzt auch wirklich das genießen, was du erreicht hast. Die 9 der Münzen, da geht es auch um den Genuss. Da geht es darum, dass du das genießen darfst, was du erreicht hast. Und das so gut wie allein eigentlich, ne? Weil die 9 der Münzen sagt immer aus, ja, man hat hier alleine für etwas gearbeitet und jetzt darf man das ebenfalls auch genießen, woran man gearbeitet hat. Und lieber Steinbock, das kannst du absolut. Du kannst richtig stolz auf dich sein, was auch immer du hier zu Ende bringst, was auch immer du, mit was auch immer du hier abschließt oder was sich hier beendigen wird. Also du wirst hier auf jeden Fall gesegnet und das nicht nur mit viel Geld, habe ich den Eindruck, und das auch mit allem anderen, ja. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt auch mal direkt näher an. Also ich kann sagen, bis jetzt hast du hier wirklich das schönste Bild von den Sternzeichen, aber ich bin dann noch gar nicht am Ende. Es fehlt ja immer noch Wassermann und Fische, aber bis jetzt muss ich sagen, wow, Steinbock, Jackpot. Es muss nicht mal unbedingt eine familiäre Situation sein, obwohl ich bei vielen von euch schon das Gefühl habe. Ich glaube, es geht lediglich darum, etwas mit etwas abzuschließen, weil du hattest die 10 der Münzen, du hast die 10 der Kelche und du hast die 10 der Schwerter. Also deutlicher geht es eigentlich gar nicht, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich verdammt hoch, dass du hier mit irgendetwas erfolgreich abschließen wirst. Ja, und dass du nun wirklich hier in diese Energie des Herrschers hineinkommst und möglicherweise ist auch so, dass ihr, dass einige von euch, ihr wollt euch selbstständig machen oder ihr sucht euch einen Job, wo ihr eine führende Position habt. Das kann auch der Fall sein bei einigen von euch, ne? Jetzt ist hier irgendwas rausgeplumpst. Das ist die, wow, das ist die Sonne. Die Sonne, da geht es immer um deine Energie. Da geht es um den Selbstausdruck und es geht darum, die Wahrheit zu verkörpern. Also bei vielen Steinböcken von euch geht es ebenfalls darum, wirklich die Wahrheit, deine Wahrheit wirklich zu verkörpern. Vielleicht ist es wirklich so, dass einige von euch sich ja wirklich selbstständig machen wollen. Im beruflichen Bereich logischerweise, ne? Und da habe ich wirklich den Eindruck, dass du da wirklich vorhast, dein wahres Selbst zu verkörpern. Du bist da wirklich du selbst. Na, und kannst auf jeden Fall damit rechnen, dass für dich alles gut wird. Für dich ist gesorgt, lieber Steinbock. Du bist hier beschützt. Na, das nicht nur von dieser Person, die von dir gegangen ist, bei einigen von euch, sondern auch von dem Kosmos. Deine Schutzengel sind ganz, ganz nah an deiner Seite. Und für dich ist wirklich reichlich gesorgt. Na, sowohl finanziell als auch ja anders. Irgendwie. Du weißt schon, was ich meine. Na? Wow, es kann ebenfalls sein, dass du demnächst eine Zusage bekommen wirst für ein Jobangebot oder wo du dich beworben hast. Auch das kann der Fall sein. Na? Auf dich wartet hier auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit. Hier zeigt sich jetzt ebenfalls gerade der Südknoten und hier geht es darum, etwas loszulassen. Und halte dich fest, der Südknoten steht ebenfalls dafür, dass hier etwas losgelassen wird und dass etwas zum Ende kommt. Na? Möglicherweise wird eine karmische Situation ein für alle Mal beendet. Na, das kann wirklich der Fall sein. Ab Januar, vielleicht spürst du es auch jetzt schon. Das kann schon sein. Na? So, lieber Steinbock, wir gucken jetzt mal, was im Januar noch auf dich zukommt. So, Steinbock Januar, was kommt noch? Steinbock Januar. Steinbock Januar. Steinbock Januar. Steinbock Januar. Steinbock Januar. Steinbock Januar. Na, jetzt komm schon. Bitte eine Karte noch für die Steinböcke im Januar. Dankeschön. Das 10. Haus. Ha! Da geht es um die Karriere und das ist übrigens auch dein Haus in der Astrologie, weil der Steinbock herrscht über das 10. Haus. Und hier geht es auch wieder um Struktur. Genauso wie genau das gleiche im Prinzip, was hier der Herrscher sagt. Und übrigens gucken die hier beide in die gleiche Richtung, die Eule und der Herrscher hier, ne? Ziemlich interessant. Also hier geht es bei dem 10. Haus natürlich um Karriere, Karrieresituation, Beruf, Karriere, aber auch um die Lebensmission. Und vor allem geht es hier auch um harte Arbeit. Harte Arbeit, Disziplin, deine Lebensmission, was bei vielen von euch etwas mit der Kreativität zu tun hat. Ne? Es geht hier um die Kreativität, es geht einfach darum, wieder mehr Spaß zu haben, selbstbewusst zu sein, dir gegenüber auch loyal zu sein, loyal dem gegenüber zu sein, was du für richtig hältst. Ne? Das ist ebenfalls, was damit gemeint ist. Aber es kann auch sein, dass du es hier mit einem Löwen zu tun haben könntest, mit einer Löwe-Person auf Arbeit. Aber das 10. Haus, da geht es ebenfalls auch um öffentliche Dinge. Möglicherweise auch wieder sowas wie Erbschaften und so weiter, Banken, Notare.
Das fällt, glaube ich, auch in das 10. Haus mit. Das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es kann sein, dass hier eine Löwe-Person möglicherweise eine Rolle spielen könnte. Die Waage, hier geht es ebenfalls um Harmonie, Gerechtigkeit, ne? Faire Entscheidungen werden hier auf jeden Fall getroffen. Das 5. Haus, Löwe herrscht über das 5. Haus hier. Geht es auch wieder darum, mehr Spaß zu haben, sich zu vergnügen. Also es kann wirklich sein, nach einem erfolgreichen Abschluss sieht man hier auf jeden Fall dich wieder feiern. Das ist genau das, was man hier sieht. Steinbock. So, was hast du hier? Da hast du jetzt den kardinalen Mond sozusagen. Und da werden die Sternzeichen Widder, Krebs, Waage und Steinbock angesprochen. Also hier fällst du, hier fällt Waage, hat sich ja eben auch gezeigt. Widder zeigt sich hier nochmal, ne? Genauso, weil der Herrscher steht hier für das Sternzeichen Widder. Und Krebs, du hattest ja vorhin den Wagen und der Wagen steht für das Sternzeichen Krebs. Aber hier geht es ebenfalls darum, um den Pioniergeist irgendwo. Also da habe ich jetzt wirklich den Eindruck, ja, es geht ebenfalls aber auch um Tapferkeit. Aber ich glaube, dass es bei dieser Karte darum geht, wirklich Dinge in die Tat umzusetzen, wo du schon die ganze Zeit mit den Gedanken spielst. Es geht wirklich darum, dass du von vorne anfängst, möglicherweise beruflich, dass du dir etwas komplett Neues aufbaust, dass du wirklich etwas Neues erfindest irgendwo. Und dich mit deinen, ja, dass du dich einfach selbstständig machst, möglicherweise mit deinen Ideen, die du hast. Oder dass du gewisse Ideen einfach umsetzt, die etwas mit dem Thema, ja, Karriere zu tun haben. Oder wo es darum geht, wirklich darin diszipliniert zu sein und da sehr, sehr strukturiert zu sein. Möglicherweise hat das auch etwas mit Kreativität zu tun. Das kann ebenfalls der Fall sein. Aber vor allem sind ja hier zwei Sternzeichen angesprochen oder vielleicht auch alle vier. Aber bei Widder und bei Steinbock weiß ich, dass sie auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial in sich haben, um wirklich erfolgreich zu werden. Krebse auch, Wagen natürlich auch. Also das will ich jetzt nicht Sternzeichen abhängig machen. Aber vor allem der Widder ist ja die Nummer eins in der Astrologie, was für mich auch irgendwo bedeutet, du hast hier wirklich die Chance, Steinbock, in was auch immer du tust, hier wirklich die Nummer eins zu werden. Ja, also unglaublich. Und die Karten sagen es im Prinzip auch. Also was auch immer du hier machen möchtest, wo auch immer du vorangehen wirst, worin auch immer du aktiv wirst, lieber Steinbock, ich habe das Gefühl, der Erfolg ist dein. Der Erfolg ist auf deiner Seite. Irgendwo. Ne? Nicht nur irgendwo, der wird auf deiner Seite sein. So, wir gucken jetzt auch direkt weiter für dich. Und zwar benutze ich jetzt das Quantum-Orakel von Sandra N. Taylor. Das ist unglaublich interessant bei dir. Also man sieht hier wirklich, dass du sehr, sehr viel Einsatzbereitschaft gezeigt hast in Bezug auf diese familiäre Situation, die nun ab Januar möglicherweise wirklich zum Abschluss kommt. Ja, du hast ja wirklich sehr, sehr viel Einsatzbereitschaft gezeigt. Du hast ja wirklich gekämpft. Das kann man sehen. Ja, und das wird sich langsam aber sicher im Januar auszahlen. Das sieht man. Also das steht fest wie das Amen in der Kirche, Steinbock, ne? So, Steinbock. Steinbock Januar. Wir schauen. Steinbock Januar. Nummer 1, Steinbock Januar. Steinbock Januar. Okay. So. So, lieber Steinbock, erstmal die Karte unten drunter. Da hast du jetzt Fragmented Energy. Okay. Hier geht es auf jeden Fall um eine Person, die sucht hier irgendwie nach ihrem Puzzleteil, so ein bisschen, ja. Und man sieht hier in der Herzgegend fehlt hier auf jeden Fall ein Stückchen. Und sie ist irgendwie damit beschäftigt, das richtige Puzzleteil irgendwie für sich zu finden. Richtig rum, also so in dieser Lage, heißt diese Karte auf jeden Fall, dass du immer noch so ein bisschen damit beschäftigt bist, deinen Platz irgendwo zu finden oder das Teil zu finden, wonach du gesucht hast, ja. Genau, das ist das, was diese Karte hier auf jeden Fall aussagt. Aber lass mich erstmal weiterschauen, was jetzt hier rausgefallen ist. Da hast du jetzt hier die Karte Freunde und Kollegen. Also Freunde und Kollegen scheinen hier anscheinend eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen. Wenn ich diese beiden Karten jetzt mal zusammen deute, habe ich das Gefühl, dass du hier möglicherweise auf der Suche sein wirst nach deinem, ja, nach wahren Freunden, nach den Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, mit Menschen, mit denen du auf einer Wellenlänge irgendwo bist.
Ja, das kann ebenfalls der Fall sein. Es kann aber auch sein, bei einigen von euch, dass hier der ein oder andere Freund sozusagen von euch gehen wird, dann aber nur, weil dieser Mensch nicht mehr in euer Leben gehört. Ja. Okay, wir gucken weiter. Freunde und Kollegen spielt hier eine Rolle. Und was noch? Taking steps verkehrt herum. Ja, hier geht es darum, Schritte zu unternehmen, aber diese Karte ist jetzt hier irgendwie verkehrt rum. Okay, lieber Steinbock, die Karte verkehrt rum bedeutet ja normalerweise, dass man jetzt hier irgendwie. Normalerweise würde ich ja sagen, bitte, also da geht es darum, dass man eben nichts unternimmt. Man unternimmt hier irgendwie keine Schritte, sondern man tritt hier so ein bisschen auf der Stelle. Würde ich ja normalerweise sagen. Ich spüre das nicht wirklich, zumindest nicht für den Januar. Es kann also sein, dass du bisher nichts wirklich unternommen hast, um wirklich nach deinem persönlichen Puzzlestück zu finden. Es kann sein, dass es jetzt noch der Fall ist, aber nichtsdestotrotz, Steinbock, glaube ich, im Laufe des Januars wirst du die Kraft aufbringen durch den Herrscher hier, um wirklich da vorwärts zu gehen, um wirklich da. Ja, Schritte einfach zu unternehmen. Bezüglich Freundschaften oder in Bezug auf Kollegen auch irgendwas. Ja. Falls du irgendetwas vorhast in Bezug auf einen ganz bestimmten Kollegen, dann wird hier ein bisschen davor gewarnt. Möglicherweise ist es so, dass du einer Person etwas sagen möchtest. Das kann der Fall sein. Falls es der Fall sein sollte, lieber Steinbock, dann habe ich irgendwie das Gefühl, Vorsicht, mach es lieber erstmal nicht oder warte erstmal lieber noch so ein bisschen. Ja, das ist das Gefühl, was ich hier so ein bisschen wahrnehme. Okay, Steinbock, ich benutze jetzt das vorletzte Kartendeck für dich. Und dann muss ich mal eben ganz kurz schauen, welches ich jetzt hier für dich benutze. Okay, ich benutze jetzt für dich das Lektionen deiner Seele von James van Praagh. Also ich habe irgendwie das Gefühl, falls du in einer Arbeit sein solltest, in einem Arbeitsverhältnis, dann habe ich trotzdem das Gefühl, es gibt da möglicherweise irgendeinen Freund oder einen Freund oder Kollege, wo du vielleicht ein bisschen vorsichtig sein darfst. Falls du irgendwie vorhast, lieber Steinbock, einen bestimmten Schritt auf eine Person zuzumachen, auf einen Freund oder ehemaligen Freund, dann habe ich da ebenfalls das Gefühl, sei hier bitte ein bisschen vorsichtig. Okay. Steinbock Januar. Was bringt der Januar noch dem Steinbock? Na, komm schon. Sorgen zeigen sich hier. Dazu sage ich gleich was. Lese ich dir gleich vor. Ach, meine Güte, die wollte ich jetzt aber nicht haben. So, mindestens eine Karte noch für die Steinböcke für den Januar. Steinbock Januar. Doch, okay. So, da ist sie. Okay, du hast jetzt hier als erstes die Karte Sorgen. Okay, es ist jetzt schon wieder verdammt trüb draußen, aber ich glaube, dass man das jetzt hier alles noch erkennen kann. Also, Sorgen. Ich lerne, dass Sorgen die Dinge nicht zum Besseren wenden. Es kann sein, dass du wirklich dir Sorgen um deine Zukunft machst. Möglicherweise auch finanziell gesehen oder auch allgemein beruflich. Ne, also du machst dir hier auf jeden Fall Sorgen. Das ist genau das, was man sehen kann. Beziehungsweise machst du dir auch Sorgen in Bezug auf diese Situation, die nun langsam aber sicher auf jeden Fall bald zum Abschluss gebracht wird. Etwas, was mit dem Thema möglicherweise Erbe zu tun hat, Vermächtnis, irgendwas, was mit Kindern zu tun hat, die familiäre Situation, also Familie, ne, familiäre Angelegenheiten möglicherweise. Da sieht man hier schon irgendwo Sorgen, ne? Oder du machst dir einfach Sorgen allgemein um deine Zukunft, weil der Stern steht ebenfalls auch für die Zukunft irgendwo. Es ist Wassermann-Energie, also geht es hier wirklich um das Futuristische schon so ein bisschen, ne? Also dieses, die Zukunft, sage ich jetzt ganz einfach mal. Also da sieht man hier irgendwo, ja, schon Sorgen. Geduld zeigt sich hier unten drunter. Ich erkenne, dass alles einer göttlichen Ordnung gemäß geschieht. Also, man kann ebenfalls sehen, möglicherweise ist es so, dass du irgendwelche Schritte unternehmen möchtest, vielleicht im beruflichen Bereich. Möglicherweise kann es wirklich sein, dass da etwas nicht ganz so schnell geschieht, wie du es dir erhofft hast. Es kann sein, dass du hier diesbezüglich wirklich irgendwie nach Antworten suchst, dass du wirklich versuchst, irgendwie deins möglicherweise zu finden. Aber hier wird gesagt, Geduld. Es wird sich genau dann zeigen, wenn es sich zeigen soll. Nicht früher und auch nicht später. Nichtsdestotrotz glaube ich, irgendeine Angelegenheit hier brauchst du hier auf jeden Fall noch Geduld, lieber Steinbock. Na? Vielleicht auch wirklich noch die Situation, die sowieso auf jeden Fall gut für dich ausgehen wird.
Das kann schon sein, aber lass mich mal weiter gucken. Aufrichtigkeit. Ich kann Wahrhaftigkeit von anderen nicht immer erwarten, wohl aber von mir selbst. Das Thema Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit scheint hier eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen für dich im Januar. Möglicherweise geht es hier wirklich um irgendwelche vermeintlichen Freunde und auch um irgendwelche Kollegen, die möglicherweise nicht ganz ehrlich zu dir sind. Ne, das kann wirklich schon der Fall sein, dass es da irgendwelche Leute von gibt, entweder in deinem Freundeskreis, vielleicht auch in der Familie oder in deinem Kollegenkreis, die nicht unbedingt ehrlich zu dir sind. Aber es ist wichtig, lieber Steinbock, dass du anfängst, selber ehrlich zu sein, auch wenn es andere nicht unbedingt sind. Wohl du aber kannst wirklich auch mal, oder beziehungsweise du kannst dann trotzdem auf jeden Fall dafür sorgen, ehrlich zu sein und vor allem auch aufrichtig dir selbst gegenüber zu sein. Vielleicht machst du dir sogar auch Sorgen darüber, ob jemand aufrichtig dir gegenüber ist. Das kann ebenfalls der Fall sein. Scheitern. Ich verstehe, dass Fehler Chancen sind, etwas zu lernen. Okay, es kann natürlich sein, dass da irgendetwas passiert, dass du irgendetwas unternimmst, was du hinterher bereuen könntest. Das kann sein, Steinbock, aber das war ein sogenannter Fehler, wo du jetzt aber daraus lernst oder daraus gelernt hast, sage ich jetzt ganz einfach mal. Also irgendeine Situation oder irgendetwas wirst du möglicherweise tun oder hast etwas getan, wo du dir hinterher sagst, verdammt, hätte ich das mal lieber sein lassen. Ja, es kann sein, dass deine Ehrlichkeit, lieber Steinbock, bei anderen Menschen auch nicht immer sehr, sehr gut ankommt. Das ist ebenfalls das, was ich hier wahrnehme, weil Steinböcke sind so gestrickt, nicht alle, Vorsicht, lieber Steinbock, nicht alle, ja, aber die Steinböcke, die ich kenne, die sind so gestrickt, die hauen Dinge raus und denken erst hinterher nach, ja. Bei mir ist es übrigens auch so und ich habe Mond im Steinbock. Ja, also ich bin da auch so gestrickt irgendwo. Ne? Aber so viel dazu. Nichtsdestotrotz glaube ich, okay, auch wenn sich hier etwas nicht ganz so entwickelt, wie du dir gehofft hast, auch wenn du auf deinem Weg irgendwie mal scheiterst, wenn du da verlierst in Anführungszeichen, glaube ich dennoch, dass du diesen Fehler erkennen wirst und diesen nicht nochmal wiederholen wirst. Es kann sein, dass hier irgendeine Situation schief geht und ich glaube nicht, dass es diese Situation ist, wie zum Beispiel mit Erbe und sowas. Was das, also das ist, nee, das hat das, Entschuldigung, das hat damit auf jeden Fall nichts zu tun. Ne? Vielleicht machst du dir Sorgen darüber, dass du scheitern könntest. Auch das kann der Fall sein. Du machst dir zu viele Sorgen darüber oder hast Angst davor, zu scheitern. Und deswegen ist das der Grund dafür, lieber Steinbock, dass du möglicherweise keine Schritte unternimmst. Ja, weil du Angst davor hast, du könntest ja scheitern. Das kann auch sein. Fühl mal in dich hier rein, wie das für dich passt. Wie gesagt, allgemeines Orakel, ne? Weil ich spüre bei vielen von euch, dass ihr ein brillantes Köpfchen habt, auf jeden Fall. Hier zeigt sich der Pioniergeist und hier wird auf jeden Fall bei dieser Energie gesagt, du hast auf jeden Fall die Chance, etwas Neues zu erfinden, wo du wirklich erfolgreich werden kannst. Aber irgendwie unternimmst du keine Schritte, weil du Angst vor dem Scheitern hast, eventuell. Weil du dir Sorgen um die Zukunft machst. Möglicherweise hast du auch finanzielle Ängste. Auch das kann jetzt hier der Fall sein. Du musst mal wirklich jetzt in dich hineinspüren, wie das jetzt am besten für dich hinhaut. So, das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich benutze, das ist das magische Orakel der Feen von Doreen Virtue. Auch natürlich kann es sein, dass du den ein oder anderen Fehler möglicherweise begehen wirst. Aber selbst das dient dir wirklich dazu, damit du lernst, damit du dich weiterentwickelst. Ja? Möglicherweise war es so, dass du eine ganz bestimmte Person angelogen hast, weil hier ist irgendwo etwas schon mit Wahrhaftigkeit. Also es kann sein, dass du hier einer bestimmten Person gegenüber nicht wirklich ehrlich warst und du das möglicherweise, ja, vielleicht bereuen könntest. Auch das kann der Fall sein. So, wir gucken mal, was jetzt noch für dich kommt. Steinbock, Steinbock Januar, Steinbock Januar. Die ist es auch. Steinbock Januar. So, unten drunter hast du jetzt hier die Energie Heilung und Heiler. Heilende Energie hüllt dich und diese Situation ein. Das kann jetzt zum einen bedeuten, dass du Heilung erfährst, lieber Steinbock. Es kann jetzt aber auch darauf hindeuten, dass du oder eine Situation heilt, mit der du jetzt erfolgreich abschließen darfst. Diese familiäre Situation, mit der du sehr, sehr stark zu kämpfen hattest. Ne? Also da habe ich das Gefühl, ab Januar beginnt hier auf jeden Fall Heilung. Es kann aber auch sein, dass du ein Heiler bist, dass du heilende Fähigkeiten hast.
Ne, das kann auch der Fall sein. Und da kann es wirklich sein, dadurch, dass ja jetzt hier Übung, Übung, Übung unten drunter ist, kann es wirklich sein, dass du diese Talente oder dieses Talent mehr verfeinerst und dass das immer mehr jetzt zum Ausdruck kommt und dass du dich da so ein bisschen weiterbildest und das Ganze sozusagen vertiefst. So, lass mal sehen, was jetzt hier rausgefallen ist. Da hast du jetzt als erstes dein Liebesleben. Der Kern deiner Frage hat mit deinem Liebesleben zu tun, das sich jetzt zum Besseren wendet. Das kann jetzt ein Hinweis darauf sein, lieber Steinbock, dass dein Liebesleben jetzt sich wirklich verbessern wird. Aber lass mich erstmal weiter gucken. Da hast du jetzt vegetarische Nahrung. Es geht ja ebenfalls auch um Selbstliebe. Ja, Liebesleben, aber Selbstliebe gehört da ebenfalls auch mit dazu. Vegetarische Nahrung. Eine neue Art der Ernährung gibt dir mehr Energie, bessere Gesundheit, geistige Klarheit und Verwirklichungskraft. Also jetzt hier ein wichtiger Hinweis für dich, lieber Steinbock, dich mal ein bisschen gesünder zu ernähren. Ne? Das klärt ebenfalls deine Energie. Und gerade wenn du jetzt hier heilende Fähigkeiten besitzt, lieber Steinbock, da ist es für dich umso wichtiger, dass du dich unglaublich gesund ernährst. Ja, gerade wenn du sehr sensitiv bist, wenn du heilerische Fähigkeiten hast oder im Heilerberuf irgendwie tätig bist, bitte achte auf deine Gesundheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Zeige hier Liebe zu dir selbst auch irgendwo. Ja, das ist wichtig. Perfektes Timing. Jo, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du vorwärts gehst. Also nichts hiermit abwarten und keine Schritte unternehmen. Der Zeitpunkt wird im Januar für dich perfekt sein, um wirklich vorwärts zu gehen, denn das Timing ist absolut perfekt. Warte mal, ich hätte vorhin eine Karte gehabt. Da muss ich mal eben kurz gucken. Guck mal, ich erkenne, dass alles einer göttlichen Ordnung gemäß geschieht. Und hier hast du auch wieder das perfekte Timing. Bei einigen von euch habe ich wirklich das Gefühl, dass das Timing im Januar sein wird und dass deine Geduld sich auf jeden Fall auszahlen wird. Ne? Dass die Zeit des Wartens möglicherweise wirklich vorbei sein wird im Januar. Das kann schon sein, Steinbock. Ne? Okay, jetzt noch die Astrowürfel für dich zum Schluss. Ja, es ist wirklich sehr, sehr dunkel gerade. Ich hoffe, dass das von der Helligkeit in Ordnung ist. Aber ich denke schon. Okay, Steinbock. Die Würfel für dich, Steinbock, Sonne, Mond, Aszendent. Was bringt der Januar dem Steinbock? Steinbock, Steinbock, Januar. Was bringt der Monat Steinbock? Genau. Was bringt der Monat Januar dem Steinbock? Januar Steinbock. Okay, du hast das vierte Haus. Du hast hier Mars und Steinbock an sich. Also man sieht hier auf jeden Fall familiäre Krieger. Also, weil Krieg, Mars ist ja der Kriegsgott. Also Mars steht ebenfalls auch irgendwo für Krieger, für Konflikte im familiären Bereich. Dadurch, dass das vierte Haus ebenfalls für die Familie steht. Und hier zeigt sich ebenfalls auch Steinbock. Es kann also sein, dass das du bist, dass das hier damit, dass damit du gemeint bist. Auf jeden Fall glaube ich schon, dass es hier irgendwo vielleicht auch um eine Karrieresituation geht, wo du jetzt wirklich ins Handeln kommst, weil du etwas stabilisieren möchtest. Das kann sein. Aber vor allem glaube ich auch, eine familiäre Situation geht nun wirklich vorwärts. Da bewegt sich etwas. Aber vor allem glaube ich auch mit dem 10. Haus, dass hier irgendetwas öffentlich, mit dem 10. Haus, mit Steinbock, ist ja dasselbe im Prinzip. Auch wenn es da kleine Unterschiede gibt, aber Steinbock herrscht über das 10. Haus. Aber bei Steinbock geht es ja ebenfalls auch wieder. Ja, diese Unermüdlichkeit, da geht es darum, hart zu arbeiten für das, was du wirklich möchtest. Aber vor allem glaube ich, lieber Steinbock, ich muss mal ganz kurz ein Licht anmachen, das ist ja echt dunkel. Ein ganz kleiner Moment. Okay. Auch oh, schon viel besser. Okay, lieber Steinbock, da habe ich jetzt hier wirklich einen Eindruck, dass es hier um irgendwelche Banken gehen könnte, um irgendwelche Themen, was mit Geld auch wieder zu tun hat. Banken, Notare. Oder irgendeine Situation, wo Geld möglicherweise mit involviert ist, da habe ich das Gefühl, dass das nun wirklich alles seinen Gang geht. Nichtsdestotrotz, deine familiäre Situation, da kommt etwas in Bewegung und man sieht ja auf jeden Fall schon diesen Familienstreit, ne? Das sieht man hier schon. Lass mich mal bitte ganz kurz überlegen. Bei einigen von euch geht es ebenfalls darum, aus der Komfortzone herauszukommen, weil das vierte Haus, da geht es ebenfalls um die Komfortzone so ein Stück weit. Und hier haben wir Mars. Und Mars, das ist die Aktion an sich. Da geht es wirklich darum, sich durchzusetzen. Da geht es darum, aktiv zu werden, ne, sich zu bewegen. Das kann ebenfalls der Fall sein, gerade wenn es um die Karrieresituation geht. Raus aus der Komfortzone, mach Dinge anders, tu das, was du wirklich tun willst. Genau, Steinbock. So, mein lieber Steinbock, mehr habe ich jetzt nicht für dich. Ich wünsche dir auf jeden Fall
Falls du das Video jetzt im Dezember sehen solltest, wünsche ich dir einen guten Rutsch in das neue Jahr 2022 und ich wünsche dir einen schönen Januar, schöne Weihnachten und alles, was du dir selber noch wünschst. Bis dann, lass es dir gut gehen. Tschüss.